Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Symphonia. Wir waren dabei, glaube ich, uns nach dem Hemmerz umzusehen, welches wir für die Schutzfassung der guten Prisea benötigen. Wir waren ja bei Altessa und genau, Regal weiß, wo Hemmerz zu finden ist, in den Minen. Und ich denke mal, das hier sind auch schon die Minen. Das ist wieder eine Weile her, seit ich aufgenommen habe, deswegen bin ich ein bisschen daneben. Oh. Jetzt wird's lustig wieder mit den Stimmen und so. Wow, das ist also die versiegelte Mine. Sieht aus, als könnten sich da ein, zwei Geister drin rumtreiben, nicht wahr? Hm. Ah, kannst du nicht einfach mal eine Sekunde still sein? Was ist denn mit dir los? Nicht aufregen, China. Jetzt habe ich es irgendwie mit einem komischen Akzent gesprochen. Naja. Das sieht nicht gut aus. Stimmt was nicht, Regal? Das Verteidigungssystem der Tür ist außer Kontrolle. Jemand muss versucht haben, gewaltsam einzudringen und es dabei zerstört haben. Dann geben wir ihm den Rest. Das ist unser Lloyd. Ein schlichter und einfacher Plan. Ja, das sagt mir auch zu. Wenn Lloyd das sagt, bin ich einverstanden. Bist du sicher? Schieb's nicht auf mich, wenn es schief geht. Also wirklich. Okay, wir haben ein Verteidigungssystem, 4 Hammerbolzen, ein Reparatursystem und 2 Orbit. Orbit sind zum Kotzen, wir erinnern uns. Deswegen, Reparatursystem wäre vielleicht mal gut. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir es hier mit magischen Augen über dem Wasser halten können und sehen können, wie das hier aussieht, weil wir kämpfen gerade tatsächlich gegen Maschinen, ne? Das ist klar. Was funktioniert auch nicht, das ist natürlich super. Ich glaube, dann werde ich mal hier China bei dem Orbit-Ding helfen, damit die Dinger wenigstens verschwinden. Genau. Weil die gehen einem ja schon auf den Keks. Und dann das Reparatursystem. Damit das eben auch weg ist, weil ich glaube, das könnte uns auch nerven. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie man nochmal mit Regal kämpft. Ich habe nämlich jetzt einfach mal draufgehauen. Eagle Dive, Spin Kick, okay. Genau, Moment. Ach, ich habe kein TP dafür, okay. Da machen wir den Orbit platt, das Reparatursystem ist, glaube ich, weg, ne? Jawohl, ja, so. Verteidigungssystem. Okay, das ist faszinierend. Jetzt schlagen wir einfach auf eine Tür ein. Ich möchte mal gerade gucken. Weil, diese Hammerbolzen da kann ich ja anscheinend nicht hauen. Zumindest kann ich die nicht als Ziel auswählen. Okay, und wir haben keine TP übrig. Automatische Ausbesserung. Willst du mich verarschen? Jetzt wird das Ding wieder... Okay. Ist natürlich zum Kotzen. Naja, gut, wir hauen jetzt einfach mal hier auf diese Systeme drauf. Warum auch immer hier so ein Hightech, was sich selbst reparieren kann, etc. die Mine bewacht. Ich weiß nicht, ist das Hemmerz so wertvoll, dass da tatsächlich so ein System vorhängt? So, die Orbits könnt ihr euch drum kümmern, ich versuch's mal hierbei. Oh je. Wir haben jetzt ein Problem bei Genus. Wir werden Genus mal ein Mischgel verabreichen. Hallo, jetzt ist aber mal gut. Ach, jetzt möchte ich... Ich gehe mal auf den da drauf. Weil, sonst kann Genus hier nichts machen. Jawohl, ja. So, und dann darf sich Rain gerade nochmal ein Orangengel spendieren. Denn sie ist ja doch eine der wichtigsten Charaktere momentan. Eistornado auf die Tür, finde ich super. Oh, jetzt kommen Hammerbolzen da raus. Hallo? Das bringt ja nicht so viel gerade, ne? Ist das Reparatursystem schon wieder da? Das ist jetzt ein Kotz.
Okay, dann müssen wir das Reparatursystem hier wieder ausschalten. Und da bringt uns leider die Unisono-Attacke auch gar nichts. Aber wir sehen ja zum Glück, wie viel das noch hat. Also es ist jetzt wieder kaputt. Da sind schon wieder Orbits. Ich hau jetzt hier wieder drauf. Keine Lust. Das geht einem ja ein bisschen auf den Keks hier. China, du musst jetzt da gucken, dass du das unter Kontrolle kriegst. So, dann haben wir hier noch das Ding und einen Orbit. Ich glaube, hier sollte das hier funktionieren. Bats, sehr schön. Und jetzt hier drauf. Als gäbe es kein Morgen. Denn wir haben... Ah, automatische Ausbesserung. Ach je. Diese Maschinen heutzutage, ey. Wir treten da die ganze Zeit mit Füßen gegen, aber sie gehen einfach nicht kaputt. Aber ist das doch eigentlich immer cool, wenn die kaputt gehen. Rain, du darfst ihm nochmal ein Orangengeld spendieren. Spirit Seal, Ausbesserung. Och nein, hat er... Ne, geheilen tut er den nicht, aber der holt sich hier wieder Orbits. Combo! Schade, mit dem Roundhouse-Kick krieg ich den zu weit weg. So. Rain heilt uns hier wieder, das ist super. Ja, Genius muss nur wieder gucken, aber ich möchte nicht noch mehr Orangengeld erstmal benutzen. Jetzt geht's erstmal wieder hier auf die Tür. Schade, dass Genius den Kraftschub bekommen hat und nicht China. Ansonsten, ja, wir haben wieder die automatische Aufbesserung gesehen. Das ist ein wenig nervig. Muss ich jetzt mal gerade so zugeben, habe ich irgendwas hier nicht verstanden oder dauert der Kampf so lange? Ich weiß es nicht, aber gut, dann machen wir halt eine Folge lang gegen Maschine kämpfen und dann schon wieder Orbits. Die Orbits gehen einem so auf den Keks. Komm jetzt hier, ich will auf den Orbit-Viech Gedönse. So. Denn das blockiert einfach immer Rain und Genius zu stark. So, komm schon hier. Ach, der hat abgewehrt, ist ja mies. Dabei mache ich doch hier so schöne Bewegungen. So, das Vieh steht wieder. Okay, mit meiner Kombination kriege ich dem so 500 abgezogen. Okay, mehr TP habe ich schon wieder nicht. Aber ich kann die mir ja erarbeiten, also von daher ist das okay. Rain, Orangengel, denn hier vorne ist es doch ein wenig gemein. Der ist immer noch bei 0, dann haben wir den jetzt auch gleich kaputt. Und weg ist mein Bild. Ah ja. Okay, gut gemacht, Leute. Gehen wir uns das Dings da holen. Das Hemmerz. Ja, genau. Los, kommt. Sie sind alle so gewalttätig. Ja, aber du. Aber du. So, Regal. Ich möchte nochmal Lloyd benutzen. Und dann schauen wir mal, was uns hier drinnen erwartet. Hier haben wir irgendeine Maschine. Ist das nicht so ein, ja, wie nennt man das? Genau, so ein Ding. So nennt man das. Und da ist irgendwas Weichenartiges. Okay. Was denkst du denn so scharf nach? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Das Liftkabel teilt sich in der Mitte, oder? Ich frage mich, wo es wohl hinführt. Wenn es sonst nichts ist. Hey Regal, erklär uns das mal. Es führt zu einem alten Tunnel. Der Apparat in der Mitte stellt die Weiche, aber... Wir kommen so nicht dran.
Dieser Hebel da ist der Schalter, stimmt's? Können wir den nicht mit irgendetwas umlegen? Irgendwas? Zum Beispiel? Hä? Moment, ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Was denn sonst? Okay. Die Maschinen in dieser Mine sind wirklich robust gebaut. Diese Mine stammt aus der alten Zeit. Auch die Maschinen stammen aus dieser Zeit. Was? Statt die antiken Stücke zu bewahren und zu pflegen, werden sie hier noch praktisch eingesetzt? Nun, so kann man das wohl auch sehen, aber... Blasphemie, das sollte verboten werden. Ich will mit dem Verantwortlichen sprechen. Sofort! Es tut mir leid. Okay. Gut, dass Rain nicht bescheuert ist. Boah, das nenne ich einen Brocken. Wie sollen wir denn daran vorbeikommen? Was jetzt, Herr Riegel? Für diesen Fall wurde ein spezieller Gegenstand in dieser Mine vorbereitet. Tut mir leid, aber wir müssen zurück in den vorherigen Tunnel. Da sollte es irgendwo sein. Was meinst du mit S? Kommt, gehen wir. Hey, lasst mich nicht zurück! Bild ich mir das nur ein oder hat er einen Persönlichkeitswandel durchgemacht, seit wir hier sind? Ich weiß es nicht. Ich finde es gut, dass er gemein zu dir ist. Ich dachte, er hätte dich auch schon... wann anders ignoriert. Kann man nicht einfach so... Nö. Ich will es jetzt nochmal probieren. Ha! Ich bin gut. So, auf den habe ich nämlich keine Lust. Da steht auch ein Stein im Weg. Ach. Schade. Boah, was sind das denn für Schwerter? Das sind die, die wir in Mizuho gekauft haben, glaube ich, ne? Die sind ja mal cool. Die sind mal echt cool. Also das muss ich mal hier... Boah. Ich gucke mir das gerade nochmal an jetzt. Schäden. Ein Schwert, das im Besitz der gleichnamigen Adelsfamilie befand. Genau. Und die haben irgendwie... scheinbar Blitzelement oder so. Auf jeden Fall sehen sie richtig cool aus. Wow. Hunting Beast, Hurricane Thrust, Fierce Demon Fang und Psy Tempest. Ach ja, schön. Schön, schön. So. Psy Tempest. Was macht denn Purify? Behandelt physische Verletzungen innerhalb eines Gebiets. Das ist Quatsch. Wenn wir physische Beschwerden haben, dann haben wir nur immer einer vielleicht. Und vor allem nicht innerhalb eines Gebietes. Das ist... Bäh. Boah, sehen die Schwerter nicht cool aus? Ich tut mir leid, das muss ich jetzt noch ein paar Mal sagen. Es ist einfach... Wow, Speicherkristall. Okay, Maschinen, die leben. Wieso sind die Maschinen an? Dies ist eine automatisierte Biene. Ja. Daher läuft hier alles eigenständig. Wow, das verstehe ich zwar nicht, aber das hört sich ziemlich praktisch an. Oh, ich muss das einfach auseinandernehmen und analysieren. Ignorieren wir sie einfach. Wo befindet sich das Hemmerz? Der Tunnel mit dem Hemmerz befindet sich dort vorne. Wenn wir den Aufzug benutzen, sollte er uns dorthin bringen. Okay, ist das der Aufzug oder ist das da oben der Aufzug? Verdammt, hier ist auch ein Tor. Nur die Ruhe. Das Hemmerz befindet sich dort sowieso nicht. Woher weißt du das? Ich habe schon einmal in dieser Mine gearbeitet. Ach so, na dann gehen wir. Du hast in einer Mine gearbeitet? Aber sicher doch. Zelos? Ach, nichts, nichts. Rede nur mit mir selber. Komm schon, gehen wir, Leute. Helfen wir meiner süßen Prisea. Schleimbeutel.